Heute möchte ich darüber sprechen, wie du dein Gottesbewusstsein stärkst. Drei Tipps möchte ich geben und einen Grundsatz, den schildere ich zu Beginn, obwohl ich weiß, dass es da jetzt einige gibt, die werden gleich das Video wegklicken, nachdem ich diesen Grundsatz nenne. Das ist aber kein Problem. Der Grundsatz lautet: Wende dich mit deiner Gotteszuwendung nicht irgendwie ins Abstrakte. Wende dich konkret an Jesus Christus, sprich Jesus an. Und da gibt es nun drei Tipps. Der erste Tipp lautet Dankbarkeit. Du kannst zum Beispiel dankbar sein für Blüten im Frühling. Herrliche Blüten im Frühling. Wer ist ihr Schöpfer? Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus die gesamte Schöpfung geschaffen. Alles wurde durch ihn. Du kannst das nachlesen in Johannes 1. Du kannst dankbar sein für ganz viele Dinge in deinem Leben. Und das wird dein Gottesbewusstsein stärken, wenn du die Haltung einnimmst, Acht zu haben auf die vielen Dinge, die dir tagtäglich begegnen, wo du Dank sagen kannst. Und sage nicht abstrakt Gott allgemein Dank, sage direkt Jesus Christus Dank. Sage her, ich danke dir. Die zweite Möglichkeit, das Gottesbewusstsein zu stärken, liegt vielen Menschen nicht. Und deshalb gibt es da aber einen Trick, den werde ich dir auch nennen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Bibel zu lesen. Und das möchten viele Menschen nicht, denen fällt das schwer. Und der Trick besteht darin, nicht auf Konzentration Wert zu legen. Nimm dir einfach 5 Minuten morgens Zeit. Schlag die Bibel auf, lies ein Kapitel, 5-6 Minuten hat so ein Kapitel im Durchschnitt. Lies das und du musst da nicht konzentriert sein. Lies es aber als Gottes Wort. Lies es als dir geschenkt von Gott, von Jesus Christus in dein Herz hinein. Er hat da für dich irgendwelche Dinge, die er dir zeigen kann, wenn er will. Sei dankbar für das Wort Gottes und lies es, nimm es zur Kenntnis. 5-6 Minuten vielleicht am Tag, das ist schon viel. Und wenn es unkonzentriert ist, dann reicht das aus. Übe dich einfach darin. Nun die dritte Möglichkeit, dein Gottesbewusstsein zu stärken. Lege dir eine kleine Gebetsliste an, 3 Namen, Menschen, für die du betest. 3 Namen nur. Und auch da musst du nicht irgendeinem Zwang verfallen, dass du da zwanghaft irgendwie betest, sondern bete ganz locker. Sprich zu Jesus Christus zugunsten dieser Menschen. Du brauchst auch nicht die tolle Konzentration. Mach einfach eine Übung daraus und wende dich an Jesus Christus. Das sind 3 Übungen. Achtsamkeit gegenüber den vielen guten Dingen im Leben. Bibel lesen, 5-6 Minuten, gerne auch unkonzentriert. Und Gebet zugunsten von 1, 2, 3 Menschen. Einfach so auf einer Gebetsliste jeden Tag. Gott hört, Gott sieht dein Herz. Bevor etwas war, war Gott. Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus die Welt geschaffen. Und als die Welt in Sünde fiel, hat er dieses Problem gleichfalls durch seinen Sohn Jesus Christus gelöst. Er sandte ihn in die Welt, damit er die Sünden 6 Stunden am Kreuz trägt. Das können wir jetzt seither annehmen. Wir können unsere Sünden abgeben an das Kreuz, an Jesus Christus. Wir können frei werden davon. Wir können Kinder Gottes werden. Und das geschieht konkret, indem wir Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen. Wer das tut, erhält Sündenvergebung und er erhält den Heiligen Geist. Und in diesem Heiligen Geist allein ist echtes, wohlgefälliges Gebet möglich, ist inspiriertes Bibellesen möglich
und ist Aufmerksamkeit möglich für die vielen guten Dinge, die Gott jeden Tag im Leben bereit hat. Im Heiligen Geist hast du die Fülle. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter annimmst, erhältst du den Heiligen Geist. Darin wirst du durch den Rest deiner Lebenszeit fruchtbar geführt. Er hat Gaben für dich. Je nachdem, wie du die annimmst und umsetzt, wird dein Leben fruchtbar. Und am Ende deiner Lebenszeit gehst du durch die Wand des Todes in das Totenreich, hast dort den Totenschlaf, die Totenruhe. Und ganz am Ende der Zeit findet die Auferstehung der Toten statt, am letzten Tag. Und wer in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, der geht aus der Auferstehung heraus mit einem weißen Gewand. Wohin gehen die Toten in der Auferstehung? Sie gehen zunächst nicht in die Hölle und nicht in den Himmel. Sie gehen zunächst in das Endgericht vor Gott. Wer in seiner Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hatte, trägt ein weißes Gewand. Seine Sünden hängen am Kreuz. Da ist nichts mehr zu richten. Gott sieht dieses weiße Gewand. Er sieht, da steht ein Kind Gottes, da steht ein Mensch, der hat in seiner Lebenszeit seinen Sohn Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen. Und dann winkt er ihn durch das Gericht hindurch in das Paradies. Lass das deinen Weg sein. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, wenn du das noch nicht getan hast. Das ist der Weg. Dankbarkeit wird dein Gottesbewusstsein kräftigen. Bibellesungen werden dein Gottesbewusstsein kräftigen und eine Gebetsliste, wo du dich zugunsten von Mitmenschen an Gott wendest, das wird gleichfalls dein Gottesbewusstsein kräftigen. Und wenn dann noch Jesus Christus die Adresse ist, dann ist die Ausrichtung richtig. Dann führt der Weg in das Paradies. Gottes Segen. Amen.